Wir begrüßen Sie bei Red Hat Zylinderkopftechnik. Hinter mir ein alter Bekannter. Sie kennen die schon von uns, die VW-Busse. Aber warum ist der hier und warum berichten wir darüber? Weil der ein Öldruckproblem hat. Motorcode ist CFCA und der Bursche hat laut Informationen des Kunden keinen Ölkonsum. Was verwunderlich wäre, warum? Der hat 270.000 gelaufen. Das ist eine sehr, sehr hohe Laufleistung für diesen Bus. Und auch ungewöhnlich, wenn er denn sonst keine Probleme hätte, außer jetzt das anstehende Öldruckproblem. Das Auto ist deshalb hier und deswegen gucken wir dem mal unter die Haube und versuchen für den Kunden rauszubekommen, was er denn wirklich hat. Also, das Auto ist bei uns hier. Lachst du? Schon. Das Auto ist hier bei uns, weil wir jetzt eine Motoranalyse machen, das heißt einen Motorcheck, um zu schauen, lohnen überhaupt Investitionen in diesen Motor, der 270.000 gelaufen hat, mit den typischen Krankheiten, die das Aggregat in der Regel mit sich bringt. Und wenn bei dieser Analyse rauskommt, der Kunde hat recht, der ist aus welchem Grund auch immer gesund, stecke ich mal die Hände in die Tasche, Sie verzeihen es mir, ist nämlich ein bisschen frisch hier, und der Kunde sagt, der ist gesund, dann würde es sich ja auch trotz alledem lohnen, trotz der Laufleistung zu schauen, ob man den Fehler abgestellt bekommt. So, und ganz viele gehen dann eben her und sagen, komm, wir tauschen die Ölpumpe, komm, wir bauen irgendwelche Lager aus, weil die vielleicht verschlissen sind und so weiter. Die Ursachen sind hier aber in der Regel oftmals ganz andere. Die Herleitung der Störgrößen und Schieflagen eine ganz andere. Und der Robin wird das Vieh hier begleiten. Nimm es mir nicht übel, dass ich Vieh gesagt habe. Und Sie sind mit dabei, wenn wir das Ding mal auf Herz und Nieren prüfen, machen eine Ölanalyse, gucken mal, was die Öldrücke wirklich denn sagen, ob es ein Öldruckschalter ist, ob wir Kraftstoffverdünnung haben. Nein, Ölverdünnung haben durch Kraftstoff. Das werden wir alles sehen und dann werden wir mit dem Kunden gemeinsam beratschlagen, was hier vielleicht die richtigen Wege sind, um das Vieh wieder auf die Füße zu kriegen. Warum sage ich eigentlich immer Vieh? So, okay. Ich würde sagen, wir sehen uns gleich wieder und zwar mit Robin und Kimi und den Rest der Mannschaft. Bis gleich. So, kann losgehen. Also, wir haben jetzt mal hier Kompressionmessungen an unserem 270.000 Kilometer Bus gemacht. Das kann natürlich bedeuten, dass der Motor noch in recht gutem Zustand ist. Also grenzwertig, sagen wir, ist so 19 bar. Wir sind hier noch beim schlechtesten über 24. Allerdings kann es natürlich sein, dass die Zylinder ziemlich voller Öl stehen und die guten Werte daher erzeugt werden. Also ich werde jetzt gleich mal die Kamera schnappen und mal reingucken. Möglicherweise, sehr ungewöhnlicherweise für diese Motoren, wenn es tatsächlich der erste ist. Ich versuche gleich mal zu erkennen, ob ich die Motornummer noch lesen kann auf dem Block. Aber wenn es so ist, wäre das einer von 100, der wirklich mit so einer Laufleistung noch solche Werte erzielt. Aber wir werden mal weiter prüfen und dann sehen wir das. Also vielleicht wurde auch der Tacho manipuliert und Kilometer drauf addiert. Nee, aber Spaß beiseite. Wie gesagt, Kompressionsprüfung. Wenn er 80.000 gelaufen hätte, würde ich sagen, jo, alles klar, passt. Aber wir werden mal schauen. Also da kann man sich nicht immer drauf verlassen. Wie gesagt, Öl als auch Wasser wirken in den Zylindern abdichtend, weil die im Prinzip die Verluste am Kolbenring dann minimieren. In dem Moment, wenn kein Verbrennungsdruck und kein Ladedruck im Spiel ist, sondern einfach nur wirklich die Kompression gemessen wird, kann es dazu führen. Aber das werden wir jetzt gleich mal sehen, wenn ich reingucke. Ich gebe dir Bescheid. Robin, wie steht's um unseren Wunderbus? Ja, wie ich das eben schon mal ein bisschen angesprochen habe, die Zylinder sind ziemlich ölig, das wird das Kompressionsergebnis einfach ein bisschen verfälschen. Zudem habe ich im zweiten Zylinder einen Riss entdeckt im Zylinderkopf. Den habe ich hier aufgenommen. Das ist eigentlich ziemlich deutlich zu erkennen. Zwischen den Ventilsitzen ist halt
haben wir hier den Riss. Das muss gar nicht unbedingt heißen, dass das ein wasserführender oder ölführender Riss ist. Allerdings besteht die Gefahr, wenn der an der Stelle gerissen ist, dass sich irgendwann bei zu hoher Temperatur die Sitzringe lösen und dann halt mit dem Ventil beim Öffnen runterkommen, sich verkanten und dann haben wir einen richtigen Totalschaden. Ja, also ich meine, der Kopf ist wirtschaftlich nicht zu retten. Also wenn man da anfängt zu schweißen, dafür kriegt man halt zu günstig die neuen. Allerdings die Laufbahn und die Kolben und der ganze andere Rest, das sieht eigentlich alles nicht schön aus. Wenn wir jetzt mal hier. Sind die 270.000 Kilometer also glaubhaft? Ja, das schon. Also das spricht dafür, dass, weil der Kunde keinen starken Ölverbrauch bemängelt, dass das verbrauchte Öl durch die schlechte Verbrennung und die schlechten Injektoren im Prinzip wieder ausgeglichen wird. Also das hier ist die Zylinderlaufbahn von Zylinder 3. Da sieht man die, kann man eigentlich keinen Hohnschliffen mehr erkennen, sondern eher richtige Auswaschungen. Also hier sind noch vereinzelte Hohnstriche, aber auch diese braunen Flecken. Das spricht oft dafür, dass das Spritzbild der Injektoren einfach nicht mehr sauber ist und die wirklich auf die Zylinderbank sprühen und somit die Oberfläche beschädigen. Das ist dann, funktioniert dann wie ein Wasserstrahlschneider, der mit 2000 Bar 20 mm dickes Metall schneiden kann. Aber hier sieht man, das ist jetzt aus Kolbensicht, sage ich mal, auf den Kopf fotografiert, was wir hier in Öl und Ablagerungen drin haben. Also der Bus wird schon deutlich Öl verbrennen. Sieht man dann auch immer hier an den hellen Stellen, genauso wie an den Glühkerzen, dieser Aufbrand da drauf. Das ist sind natürlich schlechte Nachrichten für den Kunden, aber ich konnte es mir wirklich nicht vorstellen, dass der nur Öldruckprobleme hat. Die Öldruckprobleme können viele Gründe haben, ausgewaschene Lager oder eine verschlissene Ölpumpe, aber das ist nicht ungewöhnlich, wenn die Injektoren schlecht sind, wird durch den eingetragenen Diesel im Motoröl halt die Viskosität deutlich verringert und dann kann die Pumpe einfach, wird das Öl wie Wasser und kann dann an den Lagerstellen auch den Druck gar nicht mehr halten. Und deswegen ist das oft so, dass wenn die viel Kraftstoffeintrag haben, dass dann hin und wieder mal im Standgas oder so oder beim Ranrollen an die Ampel die Öldrucklampe angeht. Der Kunde hat ja hier schon eine Messeinrichtung eingebaut, selber eine elektrische, sag ich mal. Der hat hier unten am Ölfiltergehäuse im Prinzip einen Spacer dazwischen gebaut und hier einen elektrischen Fühler angesetzt und dann halt mit einem Kabel innen drin an die Anzeige. Man kann jetzt, ich werde jetzt mal mit dem Kunden telefonieren und mal fragen, wie wir weiter vorgehen sollen. Wir können natürlich jetzt immer weiter prüfen. Ich würde noch eine Druckverlustprüfung machen, zumindest mal auf dem dritten Zylinder, der am schlechtesten aussieht. Allerdings würde ich, wenn es meiner wäre, die Öldruckprüfung und sowas, das kann man sich eigentlich schenken, weil der Motor so von der Substanz es nicht mehr hergibt, da in irgendwelcher Art und Weise zu investieren. Also hier würde eigentlich der Weg neuer Motor oder beziehungsweise diesen Motor überholen mit einem neuen Zylinderkopf. Ich sag dir gleich nochmal Bescheid, wenn ich den Druckverlusttester angeschlossen habe und dann schauen wir uns das noch an. Aber wie gesagt, der rein optische Zustand des Motors ist schon sehr, sehr stark gebraucht. Aber die Frage bleibt, warum hat der Bus so viel gelaufen? Hast du eine Idee? Gut, ich sag mal, man kann doch 270.000 Kilometer mit dem Bus nur tragen. Ne? Also wenn man hinter den LKWs nur herrollt im Windschatten mit 90, ist das natürlich auch hinzukriegen. Ne? Ich weiß nicht, wie sie den nutzen, aber wenn man den so nutzt, wie ein 180 PS Bus genutzt werden kann, also auch mal was zügiger auf der Autobahn, mit dem Problem, dass der ja noch ein ganz altes AGR drin verbaut hat, es ist ein Rätsel, ja. Manche reagieren natürlich früher und sagen, okay, ich muss jetzt auf 1000 Kilometer 2 Liter Öl nachkippen. Das Ding ist kurz vorm Exitus. Wenn du das allerdings nicht mitbekommst, weil das verbrauchte Öl immer wieder durch Kraftstoff aufgefüllt wird, merkst du es irgendwann da dran, wenn dir das Ding um die Ohren fliegt. Ne? Ich
behaupte mal, davon sind wir nicht mehr so allzu weit entfernt hier. Aber wie gesagt, ich zeige dir gleich den Druckverlust noch und dann sehen wir das. Ja, Druckverlustuhr ist aufgebaut. Valentin, dreh mal ein bisschen Richtung OT. Und nicht drüber? War schon zu weit. Nee, pfeift hier noch nirgendwo im Ventil und schlägt einmal richtig auf. So, jetzt haben wir ein Ventil offen. Drehen wir jetzt nochmal durch. So. Bei guten Motoren sind wir hier vollkommen im blauen Bereich, also irgendwo bei 5-10%. Jetzt drehen wir natürlich den Motor sehr langsam. Aber wenn ich den jetzt hier an der Kurbelgehäuseentlüftung mal zuhalte, siehst du direkt, wie hier der Öldeckel am Flattern ist. Ne? Hier baut sich direkt extremer Druck auf. Also war hier wirklich so, dass die... dass das eingetragene Öl während der Prüfung zur Abdichtung gesorgt hat. Und desto länger wir im Prinzip den Druckverlusttester dran lassen, desto mehr wird das von der Luft im Zylinder nach unten getragen. Und die Werte werden immer schlechter. Also hier haben wir einen stark verschlissenen Motor auf jeden Fall. Und das kann nur dadurch entstanden sein oder beziehungsweise dieses Bild, was der Kunde erklärt hat, dass er eigentlich kaum bis keinen Ölverbrauch hat, wird auf verschlissene Injektoren zurückzuführen sein. Beziehungsweise auch unsaubere Verbrennung natürlich durch starken Kompressionsverlust. Ich rufe ihn jetzt mal an und werde mal mit ihm sprechen, was er sagt. Fazit von dem Bus. Der Kunde ist ja davon ausgegangen, dass er trotz seiner 270.000 Kilometer eine Basis hat, die nur ein paar Kleinigkeiten möglicherweise bedarf, um den fit zu machen, hier ein bisschen was rein, da ein bisschen was rein, Kosmetik. Die Hoffnung ist leider Gottes zerstört. Also der Bus fährt, der macht seine Arbeit noch irgendwie, sage ich mal. Aber der Grundstein des Sterbens ist mit der Laufleistung definitiv erreicht. Ja? Ich bin mal so frech und lese mal so ein bisschen die Grundauszüge aus dem Ganzen vor. Wir haben dort AGR, die Version A drin. Da wissen wir, dass dieses Teil praktisch durch Oxidation Fremdpartikel oder Oxidationspartikel in den Motor einträgt. Das vernichtet den Motor und das kann man hier auch deutlich sehen anhand der Bilder, die wir dann haben. Wir haben keinen hohen Schliff mehr. Das ist komplett ausgewaschen, das Ding, der frisst Öl. Die Kompressionswerte sind relativ hoch. Warum? Weil das Öl, was in Mengen in den Zylindern ist, abdichtend wirkt. Das könnte dazu führen, dass man meint, man hätte einen guten Motor, hatten aber nicht. Ölverbrauch Hammer. Ja, hier steht es auch, alle Zylinder stark verölt, Kompressionswerte, ja, weich nach oben ab. Kein Hohnschliff mehr drin, Kaltläuferspuren deutlich sichtbar, Druckstellen, Auswaschung in den Zylinderwänden, ist alles dokumentiert. Wir haben Rechtschreibfehler drin, wir haben keine Fresserspuren. Das ist in Ordnung, sonst wird das Ding auch nicht so laufen. Aber wenn ich weiter zusammenfasse, Turbo hat Axialspiel, Querlenker vorne, unten verschlissen, Auspuff, Mittel- und Endtopf verrostet, ja, das ist eine Krankheit bei denen. Man muss allerdings sagen, auch wenn die Außenummantelung abfällt, dann ist es natürlich TÜV-relevant, weil wenn die Lappen auf der Autobahn bei 150 einen auf Segel machen und wandern dem Hintermann beim Moped oder beim Auto in die Scheibe oder in den Helm. Ich male nicht weiter aus. Haldex hinten feucht. Ja? Haldex ist das Differential, was der hinten hat, was automatisch oder elektronisch geregelt wird und dafür Sorge trägt, dass die hinteren Antriebsräder zugeschaltet werden, wenn der Bus auf der Wiese den Pferdeanhänger oder den Wohnwagen rausziehen will. Ja? Ansonsten ist der Allrad ja hier mehr oder weniger inaktiv. Deswegen merken viele Leute auch nicht, dass der gar nicht mitläuft, wenn er kaputt ist. Und der ist gerne kaputt. So, dann haben wir, klar, Ölwechsel muss gemacht werden, Verteilergetriebe ist ölfeucht und so weiter. Kupplung und ZMS sollte ja damals bereits erneuert sein, Schaltgetriebe und so weiter. Okay, ich falte das mal zusammen, das Ding.
Also man muss kein Kreuz dran machen an dem Bus, warum. Die Dinger sind so wertig, die sind so multifunktionell, die sind so schön zu fahren, wenn sie denn laufen. Bei dem Bus ist halt eine komplette Kur fällig. Das heißt, man muss sich entscheiden, hole ich mir einen anderen Bus, dann kriege ich genau denselben Krempel unter Umständen, weil irgendein anderen den abgibt und sagt, ich muss den loswerden, ich hole mir was anderes. Oder man geht her und sagt, ich weiß, was ich habe, oder ich kaufe das Ding mit Motorschaden und investiere die Summe X, mache es dann aber besser, was VW damals beim Ausliefern des Fahrzeugs ausgegeben hat. Und man kann die besser machen und man kann die safe machen. Und wenn man einen Motor baut, der die besten Materialien heute auf dem Markt bietet, die verbessert sind als das, was VW damals eingebaut hat, und dann zusätzlich die Betriebsbedingungen für den Bus verbessert und die Wartungen umstellt für den Bus, so dass sie angemessen sind für die Last, die der Motor zu tragen hat, dann wird ein Schuh draus und dann hält das Ding und dann bereitet er einem richtig viel Freude. Und an der Stelle sage ich, lieber Bus, du darfst wieder Richtung Berlin fahren und Sie zu Hause denken mal drüber nach, was Sie für Aufgaben an Ihrem Bus haben, wenn er denn gesund ist. Wartung ändern. Vielleicht Zusatzölkühler reinbauen, sprich Betriebsbedingungen verbessern. Sich um die Dinge kümmern, die die normalen Werkstätten nicht machen, nämlich Getriebeölspülung checken, Haldex-Wartung durchführen. Ja? All diese Dinge, die unpopulär sind, die Arbeit machen, die sich für die Werkstatt dahingehend schwieriger gestalten, weil man muss in die Unterlagen reingehen und sagen, was braucht der Bus? Luftfilter, ein paar Glühkerzen oder sonst irgendwas reicht nicht aus. Ja? Also gehen Sie hier tief in die Materie rein und dann haben Sie Spaß mit dem Ding. Gruß in die Welt, Ihre Ted-Team, machen Sie es gut. Schönes Wochenende, Wetter scheint, Vögel zwitschern. Kimi ist am Träumen. Schaut in die Kamera rein. Alles klar? Haben wir was vergessen? Nee. Ja, alles gut? Ich glaube nicht. Dann bis dann. Tschüss.